Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Zwei Dinge, drei eigentlich. Ich möchte meine Belohnung abholen. Das. Ich hätte gern einen Ballen magiegewirkten Stoff als Belohnung für meinen epischen Kampf gegen den König der Diebe. Naja, der Ballen ist ziemlich wertvoll. Meinen Sie, ich habe die Maske geschenkt bekommen? Ich habe mir den Ballen verdient. Ja, na gut, hier. Yay. Ich komme noch mal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Wenn's sein muss. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir immer noch. Ja. Nee, wir brauchen noch die Schablone. Das ist jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Ich muss eigentlich warten, bis die haben, ne, die Schablone, weil sonst kann ich ja nichts machen. Meister Markus? Ja? Ja. Was brauche ich nochmal, um mir eine Robe zu schneidern? Du brauchst einen Ballen magiegewirkten haben Stoff, wir? Eine magische Nadel haben mit wir? Faden und du hast irgendetwas von einem Schnittmuster erzählt. Das brauchen wir noch. Richtig. Ich gehe dann mal und bis klar. Gut. Dann brauchen wir jetzt eigentlich den Schleim nochmal. Vielleicht irgendwann, wenn wir hier weiter sind, bestimmt. Aber genau. Yay, yeah, ja, da. Die weiße Fahne. Der König der Diebe hat etwas für mich. Mal sehen. Da ist ein Stück Papier drin. Der gute König der Diebe. Das ist ein Schnittmuster für eine Menschenkindermagierrobe. Die dürfte passen. Naja, am Bauch mache ich sie vielleicht etwas weiter. Ja, dann machen dann wir mal. Dann wollen wir mal. Und klick, 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 klick. Ach ja. Tada! Und Opa sagt, Handarbeiten wäre nur was für Mädchen. Ja, sieht doch ganz, ganz schön aus. Was haben wir da noch? Mal sehen. Da ist etwas. Es ist lang, dünn. Ja, ein Zauberstab. Aber das alleine bringt ja noch nicht viel. Juhu. Es geht. Es geht. Das ist er. Das ist mein Stab. Von wegen keine Magie in mir. Dann sagen wir mal Danke, wenn das noch geht. Savage sieht ja immer noch hier rum. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Okay. Zurzeit kann er mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich lasse ihn weiter... nichts tun. Genau, das kann er machen. Wir müssen ja immer noch den Ring abgeben und jetzt sagen wir das erstmal dem... wie heißt er? Dem... hier, Stadtwache. Ich mag Herrn Schildträger nicht sonderlich. Ja. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu fragen habe. Na gut. Was können wir bei ihm noch machen? Ich habe nichts mit ihm zu bereden. Und wetten, dass wir bei ihm hier auch nichts mehr zu bereden haben? Einfach nur nochmal gucken. Er kann mir zurzeit nicht weiterhelfen, glaube ich. Gut. Dann können wir ja jetzt endlich die Magier-Diplom-Ausbildung anfangen. Hoffe ich. Nicht, dass er jetzt noch sagt, hier, du brauchst noch das und das und das und das und das und das. Meister Markus? Wilbur, was trägst du denn da? Schick, oder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steht ein kleiner Magier vor mir. Was kann ich für dich tun? Das. Ich habe einen Zauberstab gefunden. Toll. Aber wie ich schon sagte, man kann nicht einfach irgendeinen Stab nehmen. Man muss... Er hat rote Funken versprüht. Tatsächlich? Mhm. Das ist unerwartet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Damit habe ich meine Aufnahmebedingungen erfüllt, oder? Ich habe die Robe, den Zauberstab und einen Haufen Gold. Yay! Ich muss zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet. Gut gemacht.
Danke sehr. Und du bist sicher, dass du das Gold riskieren willst? Haben wir ja schon gemacht. Natürlich. Es ist gut angelegt. Na, wenn du meinst. Damit bist du nun offiziell mein Zauberlehrling. Der einzige und seit langer Zeit erste Schüler in Meister Markus' magischer Magierschule. Wow. Hui. Und was muss ich tun, um ein Magierdiplom zu bekommen? Du musst die drei Prüfungen bestehen. Oh. Ich hätte es wissen müssen. Ja, was sind das? Was muss ich alles tun, um Magier zu werden? Was für Prüfungen muss ich bestehen? Nun, das ist einfach. Drei Prüfungen in beliebiger Reihenfolge, erfolgreich hier vor mir abgelegt und du erhältst dein Magierdiplom. Zum einen musst du einen magischen Trank brauen. Kräuter, Tränke und Tinkturen sind ein wichtiger Zweig der Magie. Mhm. Als nächstes musst du ein mächtiges, magisches Artefakt in deinen Besitz bringen. Okay. Es ist wichtig, kostbare magische Gegenstände zu besitzen. Es unterscheidet uns Magier vom gemeinen Volk. Und sie können sehr nützlich sein. Und selbstverständlich musst du hier zumindest einen Zauber vorführen. Ganz egal was. Vielleicht etwas mit Schafen? Das klingt nicht gerade nach einem Nachmittagsspaziergang. Das Gold gibt es nicht zurück. Ich habe dich vorher gewarnt. Ich werde es schon schaffen. Keine Sorge. Das bezweifle ich nicht. Erzählen Sie mir bitte mehr über das Brauen von Tränken. Ja, mach ich. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie Kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst. Oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst. Oh Gott. Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Okay. Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein. Legionen von Magiern sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. Okay. Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? So genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Der gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Ah ja, dann haben wir ja noch einen Auftrag. Um was für ein Artefakt handelte es sich? Ein Amulett. Das weiß man von alten Porträts. Aber wozu es in der Lage war, weiß heute niemand mehr so recht. Es ist außerordentlich mächtig, so viel ist sicher. So mächtig, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehen würde, wenn ich es hole? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Ah, das kriegen wir hin. Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Klar, du musst sterben. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Okay. Der Sumpf des Todes? Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Okay, was für einen Trank sollte ich denn nehmen? Welchen Trank würden Sie denn empfehlen für Anfänger? Keine Ahnung. Einen potenziell nicht tödlichen würde ich vorschlagen. Vielleicht ein Heiltrank oder ein Mana-Trank? Ich bitte dich, das sind doch keine echten Zaubertränke. Die werden heutzutage in 159 Liter Fässern industriell abgefüllt. Nein, es muss schon etwas schwieriger sein. Schau ruhig im Bücherregal nach. Dort stehen Rezeptbücher. Na dann. Das haben wir. Wie war das noch mit dem Spiegel und dem Artefakt? Das haben wir auch schon. Ich soll einen Zauber vorführen. Wie geht das? Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein.
Du musst einen echten Zauber vorführen, etwas verschwinden lassen oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. Aha. In ein Schaf? Warum das? Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein, ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort. Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Mhm. Oh ja, gut, dann haben wir eigentlich alles erfahren. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Gut, dann haben wir das schon mal erfahren. Gucken wir jetzt mal die Bücherregal durch. Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung. Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Ah ja. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Okay. Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Na dann. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Das ist gut. Will ich auch gerne haben. Hier stehen die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, okay, wie man den Trank mixen soll. Okay, also wir brauchen Stärkungselixier. Verleiht übermenschliche Stärke und steigert ihr Selbstbewusstsein. Rote Schweißachse. Was? Rote Schweißachseln? Was auch immer das ist. Geisterpilze, Hirsch, Käfer, Geweihpulver, Pfefferminze, Schimmelsch. Schleimextrakt, Knochenwürmer, asthmatische Speckmaden, oh Gott, eine Kristallfiole. Eine haben wir ja noch. Na gut. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Okay. Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Eine Presse. Okay, was haben wir hier? Ein Kopftopf. Ein großer Messingkochtopf. Innen klebt ein dicker schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Na toll. Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor sich hin. Ich könnte mit dem Trankbrauen loslegen, wenn ich alle Zutaten hätte. Im Kochtopf. Okay, Schleim haben wir ja. Das ist saftiger, schimmeliger Schleim, aber kein Extrakt. Ah, ja, hier, dann da. Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. Dann mach mal los. Das hört sich schon mal nicht... Lecker, Schimmelschleimextrakt. Sieht genauso aus wie vorher. Das ist Schimmelschleimextrakt. Und es riecht, wie es heißt. Hier stehen die Zutaten und die Schrittfisch. Am besten, ja, ist okay, kümmere ich mich an. Schimmelschleimextrakt. Yay, eine von denen haben wir schon mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, noch 7 Stück. Und wir finden keine Zutaten hier, denke ich mal. So sieht's aus. Wir können es nur angucken. Wir können aber hier keine Zutaten nehmen. Was ist denn das? Doch, da ist noch was. Pfefferminze. Hey, das brauche ich für meinen Trank. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Yay, so.
Das haben wir, dann haben wir hier noch Fiole. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Dann haben wir die auch. Gut. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke, weiße Maden. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Okay, ja, also die Bilder hier sind eigentlich schön gemalt, würde ich sagen. Jedenfalls sehen sie auch, also das hier sieht aus, als ob es gemalt ist. So, dann haben wir ja am besten. Haben wir ja jetzt schon alles, fast alles, vieles. Hier ist noch was. Ja, ist okay. Na, hier. Ein Steinmörser mit einem Stößel. Im Mörser können Zaubertrankzutaten zerkleinert werden. Okay. Kann man das? Nein. Wir lassen es einfach erstmal. Knochenwürmer. Knochenwürmer? Können das nicht die Würmer sein, die da unten in der Kanalisation liegen? Oh. Du hast mich rufen lassen, Mutter? Ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Und ein Ring. Ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Verdammt, wer hat ihn? Nur ein Gnom. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Mhm. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor der Alte etwas davon erfährt. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen, aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Oh Gott. Zeit in Seefels. Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt hier einfach mal eine Aufnahmepause. Ja, wir haben jetzt schon viel geschafft. Ich meine, wir sind jetzt schon Zauberlehrling. Nee, Diplom-Zauberlehrling. Nee, Diplom-Magier-Lehrling, so. Und ja, dann beim nächsten Mal werden wir uns an die Zauberzutaten kümmern und dieses magische Amulett da versuchen zu holen. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was weiß ich, was gerade bei euch die Zeit ist. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss.